Klar, dass er mal raus konnte oder so. Ja, wie, dass er mal raus konnte? Ey, Mann, das ist ja schon ein Strafvollzug. Ist halt so. Da kannst du ja nicht sagen, hast du mal ausgehangen. Natürlich, wenn ich jetzt auch der schon... Der sitzt mit Kinderschändern und so ein speichel Arschlecker gewesen wäre, hätte ich vielleicht auch hingekriegt, dass ich irgendwann auf den Verzug verlegt worden wäre. Aber das ist einfach wieder meiner Natur. Ich kann nicht den Bullen die ganze Zeit nicht scheiße aus dem Kimmel kratzen. Das ist nur in der Hoffnung, dass ich vielleicht einen Tag früher rauskomme. Und dann, ganz ehrlich, offener Vollzug ist auch scheiße, weil du wirst behandelt wie so ein Kleinkind, dir wird alles vorgeschrieben, also dann bin ich lieber in den Schlössern Vollzug, ja. Da kann ich so weit einigermaßen frei leben und brauche mir nichts halten, weil mit was würde ich mich noch bestrafen, wisst ihr? Wenn du schon in Tegel sitzt, in den Schlössern Vollzug, Haus 2, in den schlechtesten Haus, was du haben kannst, Haus 1 haben wir geschlossen, früher war es Haus 1 das schlechteste, jetzt ist es Haus 2 das schlechteste. Mhm. In deiner ranzigen, stinkenden, miefigen Zelle. Und du hältst dich an irgendwelche Regeln nicht mehr. Was wollen die dich noch bestrafen? Weißt du? Ja, warum haben wir einen Standardspruch gewesen? Wenn irgendwas gewesen ist und mir irgendwas. Sag ich, und komm ich jetzt ins Gefängnis? Ja, das ist auch geil, im Knast zu sagen. Oder wollte mich in den Knast schicken? Also, ja. Ja. Über die Freiheit noch gehabt, mich da wenigstens daneben mitnehmen zu können, ohne irgendwelche. Ist ja gleich ein besserer Mensch wird man im Gefängnis also nicht, glaube ich. Ja? Ein besserer Mensch wird man nicht. Du lernst ja eher noch andere. Besser in deinem Beruf zu leben, vielleicht. Ja, du lernst ja eher noch andere natürlich. Leute kennen. Deswegen, die ganze Ding der Resozialisierung ist einfach ein Schwachsinn. Drogen gibt es wahrscheinlich auch alle. Eine Resozialisierung würde anfangen nach dem Knast. Aber dazu würde gehören, dass du nach einer Verbüßung einer Strafe das auch gestrichen wird aus deinem Register. Zumindest aus den kleinen, den du gerade irgendwo vorzeigen musst, dass du dir so solvent bist. Aber das ist ja nicht der Fall. Ja. Weißt du? Dir bleibt ja alles bestehen. Du wirst zwar eingesperrt mit der, ja, wir müssen von der Gesellschaft muss geschützt werden und wir wollen ja einen besseren Menschen aus dir machen und wir wollen dich ja resozialisieren. Aber wie sieht die Resozialisierung aus? Ich habe 6 Jahre fast gesessen, nach 6 Jahren geht Brett auf. Sie werden entlassen. Mich hat keiner gefragt. Da haben sie eine Wohnung? Wissen sie, wo sie hinwollen? Nichts. Mhm. Und dann wundern sie sich, dass sie 80% Rückfallquote haben. Ist doch klar. Du sitzt 5, 6, 7 Jahre völlig isoliert. Dann hast du diese sozialen Kontakte sind kaputt gegangen, weil es wird ja auch nicht gefördert darin, dass soziale Kontakte aufrechterhalten werden. Also meine Freundin damals, die musste sich von meiner Sozialarbeiterin anhören. Was wollen sie von den Verbrechern überhaupt? Trennen sie sich doch von denen. Ja, ja. Fangen sie ein neues Leben an. So. Und dann irgendwann hast du deine Strafe abgesessen, legst die Tür auf und dann kriegst du einen Tritt am Arsch. Und stehst nackt im Wind mit einer Habe, die in eine Plastiktüte passt, weißt du? Oft auch keine Wohnung, keine Perspektive, kein gar nichts und dann sollst du ehrlich bleiben. Eigentlich müsstest du da drinnen in so Kommunen Alter, haben, Essen selber kochen, eigentlich weißt du? Knast und abschaffen, so. Knast. Ja, na klar, aber du müsstest es anders organisieren. Wenn du aus der Gesellschaft quasi rausfällst, aus welchen Gründen, müsstest du da drinnen halt quasi auch so eine Mini-Familien haben können, wo du dein Essen selber kochst. Kannst du arbeiten, aber du bist auch isoliert. Du bist da aber auch Vollpension, ne? Ja und? Aber was hilft? Was ist nach dem Knast? Im Knast, natürlich kannst du in den Knast nicht lügen lassen. Mir ist ja Zeit im Knast, Dude. Ich hab da teilweise. Ja, viele wollen ja zurück. Also ich kann manchmal besser erlebt wie draußen so, ja, weil du hast natürlich, wenn du noch ein bisschen geschäftstüchtig bist, zum Beispiel, ich hab damals. Man kann auch im Knast Geld verdienen, ohne dass man Drogen verkauft, weißt du? Ich hab Antennen für Fernseher verkauft, weil ich habe gearbeitet in einer Blechnerei und wir haben Aschenbecher gemacht. Und die Aschenbecher musste ich immer aus so einer viereckigen Blechplatte in einen Kreisschneider einspannen, immer rundschneiden, weißt du? Aus einer runden Scheibe ist und immer in noch ein Ding raus und dann stand es halt. Und dann ist es immer aus so runter geblieben. Und damals gab es halt auch kein DVB-T, da haben wir noch alle auch Antennenfernsehen gehabt. Und das Problem war, durch den Flughafen hast du einen vollen miesen Empfang gehabt. Mit Stromantennen, die es vergab, die konntest du ja auch von draußen kommen lassen oder erlaubt. Hast du aber keinen Empfang gehabt, weil durch die Nähe vom Flughafen ist es scheiße. Und du mit so einem Dipol, kennst du Dipols? Mhm. Also ein Metallkranz, einfach aufgemacht Metallkranz, das ist ein Stück rausgeschnitten, rechts und links ein Loch drin. Immer Masse, immer außen ran, bist du von einem Antennenkabel und einfach als Wurfantenne einen Baum umgehauen. Boah, passt zu alle Programme, glasklar gehabt. Und 1600 Gefangene waren gewesen und ich habe garantiert mindestens 1000 Leuten so ein Bipo verkauft, Stück für 2 Päckchen Tabak. Und haben die Leute Reis aus der Hand gebissen. Weißt du? Oder Kuchen gebacken, in Moabit war ich der Kuchenbäcker. Mhm. Weil in Moabit hast du nicht die Möglichkeit selber zu kochen, lebst in Moabit halt nicht, weißt du? Mhm. Aber ich habe im Krankenhaus gearbeitet und im Krankenhaus hat ein Herd in der Küche und ich war zentral. Kein Faktor. Ich war praktisch dafür zuständig, dass das ganze Haus funktioniert. Ich musste halt die ganzen Hausarbeiter da einweisen. Der Chef von der Hausarbeiter gewesen. Ja.
Gut. Und das habe ich gemacht, der Betrieb lief, aber ich habe eigentlich nie gearbeitet. Ich habe immer nur in der Küche gestanden und morgens habe ich einen riesen Druck gehabt. Da habe ich immer, weiß ich, 50 Eier und 5 Kilo Margarine und 4 Kilo Mehl. Ja. Erstmal angerührt mit einem großen Mixer, weißt du? Und habe erstmal 20, 30 Kuchen am Tag gebacken. So, dann hat jede Station hat Kuchen bekommen und jede Station und jede Kuchen noch in der Zentrale. Weißt du? Auf jedem Schwesternzimmer und Beamtenzimmer auf Station jeweils ihren Kuchen, was die ihre Schnauze halten. Mhm. Und in unten sind dran, aber nicht stellt. So. Und dann waren noch 20 Kuchen übrig. Ja, und diese, von 20 Kuchen habe ich vielleicht noch zwei so mit einer Knackis da gegessen und den 18 halt verkauft. Stück für 3 Päckchen Tabak. Und jeden Tag, jeden Tag sind die 18 Kuchen für Stück 3 Päckchen Tabak weggegangen. Du warst ja voll der Raucher, Alter. Nee, ja, wieso? Andi, das war deine Rente. Tabak ist ja Zahnlosung. Ist ein Knast Zahnlosung. Ja, weniger. Ja. Das ist wie Geld. Ja, klar, kannst du ja nicht mit Geld rumhantieren. Dann ist Andi hinterher rausgekommen mit dem Päckchen. Alles passt natürlich in eine Tüte, aber alle Tabak. Also es wurde mal geschätzt, Mitte 80er Jahre, dass in Tegel ungefähr, obwohl Bargeld ja streng verboten ist, zwischen 2 und 3 Millionen Bargeld rumgehen. Na, ich kam damals nach Tegel, ja, und ein Kumpel von mir saß schon etwas länger da. Und Andi, oh, geil, wunderbar, nicht mal wieder in den Kenner. Schön, dass du da bist. Und ich, was ist los? Bleib mal ruhig so. Ja, geil, musst du mal helfen. Ich sag, ich bin gerade angekommen, ich bin gerade aus dem Transport aus, von Morbid angekommen. Was soll ich dir helfen? Ja, komm mal mit. Du musst mal für mich bunkern. Ich kann ja mal warten. Naja, ein bisschen Geld. Mhm. Ich sag, dachte, ein bisschen Geld. Ein paar hundert, aber ich dachte. Darfst du das sagen jetzt, Andi oder Christian? Ja, nein, so ist über 10 Jahre her. Ja, ja, weiß ich gar nicht. Der Typ ist mit jemandem schon mittlerweile tot, also den können sie mir bestrafen. Ja, okay. Ich weiß ja nicht, dass der mal dagegen hat. Geld ist nicht mehr da, oder? Ich wische mal ganz jeder. Also, ja, ja. Eine kleine Lauertasche. Jedenfalls kam man 10 Minuten später wieder und legt mir 14.000 hin. Ich sag, hast du einen Knall, sag ich? Was machst du im Knast mit 14.000? Ja, ich verkaufe hier ein bisschen Heroin. Wie ein bisschen Heroin? 14.000? Ja, sagt er, ja, normalerweise gehe ich alle 14 Tage raus. Aber ich habe Sprechersperre bekommen, weil letztes Jahr habe ich mich irgendwie daneben vorne genommen. 14.000 alle 2 Wochen. Seit 4 Wochen keinen Sprecher gehabt. Vier Wochen, ja. Naja, und jetzt habe ich fast 50.000 hier und ich weiß nicht mehr, wohin mit dem Geld. Mein Bunker ist voll, der in den vertrauen kann, ist auch schon voll. Und jetzt habe ich das, ich weiß nicht wohin. Und du musst damit rechnen, dass du jederzeit eine Filze kommt bei auf Zelle, ja. Die den Zelle auf den Kopf fällen. Das wird halt einmal nach Verdacht gemacht und einmal auch einfach turnusmäßig, weißt du, nach Zufallsgenerator ist es. Ja. Weißt du? Oh. Und da dann nie wisst, wann dich trifft. Bist halt natürlich immer auf angewiesen, gute Bunker und gute Verstecke zu haben. Zum Beispiel in Tegel wirklich Leute, die werden Packesel genannt. Das sind zweibeinige Bunker. Die haben alle einen Koffer am Arsch. Also, jetzt sind die im Ü-Eier? Ja, die großen davon? Ja, die großen, ja, kenne ich auch. Also, ich habe da Leute kennengelernt, die haben sich 6 so eine großen Ü-Eier in den Arsch gesteckt. Ach, jetzt hör mal. Die hatten Spaß dabei! Jetzt hoch. Auf jeden Fall sagen sie, da haben sie bezahlt, auf alle Fälle mussten die immer mehr ran. Also das Schlimmste, was ich gesehen habe, ich komme auf die Zelle, liegt da wirklich so eine lange Stange, so dick, dicker wie mein Unterarm, hasch. Ich sag, ey, oh, jetzt hör doch mal auf, Andi. Ja, sagt er, ja, ich hab einen neuen Packesel, sagt er. Sag ich, neuen Packesel. Ja, der hat so einen Auslauf. Ist das Bewährungs... Gibt ja ab und zu gibt's auch ein paar Leute, die halt auch aus dem Knast aussehen kriegen. Oh Gottes Willen. Nach so einem Transport hat man einen Auslauf. Hat man Auslauf. Wundert mich nicht, dass man nach so einem Paket Auslauf hat. Hat der Typ einen Arsch gehabt? Halt? Ja. Also so lang wie mein Unterarm und dicker wie mein Unterarm. Ja. Ja. Gestern fällt mir Pulp Fiction ein. Das ist die Uhr meines Vaters. Die Uhr deines Vaters. Ja. 16 Jahre im Arsch getragen. Danach habe ich sie 16 Jahre im Arsch getragen. Wie lange bist du draußen? Seit 2008. Danach noch mal kurz einen kurzen Aufenthalt gehabt, aber ein bisschen morbid. Also damals halt so ein bisschen gestriffen, das ganze Thema. Gottes Willen, ey. Hast du so einen Scheiß im Arsch? Also so einen Klumpen Hasch muss man auch erstmal formen. Das waren ja bestimmt 2 Kilo. Wie lange war denn der da kacken, ey? Keine Ahnung. Das Ding rauszudrücken. Also, das Kacken ist ein, aber das mal reinzukriegen. Wie viel ist das? Ich hab ein Fieberthermometer-Probleme.
Aber den macht er nicht so alleine, ob man alleine gemacht hat oder? Keine Ahnung, aber jetzt wollen wir doch mal wissen. Mit Vaseline, war nicht dabei. Kondome und ja, so wahrscheinlich, oder? Ja, natürlich, muss eigentlich auch sein. Das wahrscheinlich hat er erstmal ein paar andere Sachen vorgestellt. Erstmal vor denen, meinst du, ja? So auf Pumpdildo erstmal rein. Ja, doch. Ja, jedenfalls. Ja. Schön, dass du zu wissen willst. Ja. Ja. Kann man im Knast eine Menge Geld verdienen? Ey, Heroin ist dann. Naja, hast du gesagt, alle zwei Wochen dann 50.000. Ja. Wunderbar. Nur mit Heroin oder was? Nicht schlecht. Nur Heroin oder hat er noch alles an. Ja, auch einfach noch sonst war. Also Hauptsache Heroin, auch Hasch und aber Heroin ist schon ein großes Thema. Ja, natürlich. Thema, also oder? Koks und Speed und all so Drogen sind halt im Knast nicht so gefragt, weil das sind halt Partydrogen. Du kannst halt im Knast. Du willst schlecht eine Party machen. Im Knast sind mehr Drogen gefragt, die halt schon so ein bisschen mehr schön, wie Heroin. Naja, die gehen auch voll runter. Ich kenne ja Geschichten von. Kiffen im Knast zum Beispiel sehr gut, weißt du? Ja, also ganz ehrlich, da sage ich, ohne Kiffen hätte ich den Knast nicht durchgeschaut. Ja. Weil Kiffen. Ja, aber das riecht man noch. Wie kiffst du denn da unten? Im Knast? Lass doch riechen. Ja. Ich nee, jetzt mal im Ernst. Haben die nicht da hingekriegt? Doch, schon. Was sie riechen, können sie ja nicht mehr finden. Das hat ja weggerucht. Ja. Und. Naja, aber wenn du. Hast du da nicht automatisch. Wirst du da nicht automatisch gefilzt? Das ist mir ja komisch irgendwie. Gefilzt. Na, wenn du sagst, du kriegst eine Kontrollerin, wenn die auf Verdacht. Nein, dann bist du doch automatisch zucken. Naja, ich hab mir abends. Naja, dafür hat man seine Packesel ja. Wieso hast du? Wenn der abends voll die Zellen abgeschlossen werden, bin ich zu dem Packesel, hab gesagt, so, pack mal aus. Ich bin mal dran, brauche ich heute Nacht auf. Ich kam mit auf Zellen genommen, hab mich aufgebröselt, hab mir meine drei, vier Flaschen geraucht, hab mich schön steif auf mein Bett gelegt, hab Fernsehen gekickt, bisschen geschillt. Hopp, gut. Weißt du? Und wenn die Mulden gekommen sind, naja, zwei rauchen nach mir, aber ich hab einen Dreck-UK gehabt, aber die haben wir nicht gefunden. Warum wollte ich mich auch bestrafen? Klasse ziehe ich eh schon. Ja. Weißt du? Und der Konsum ist ja nicht strafbar. Der Konsum, also auf den Konsum alleine können sie mir keine neue Strafe reinlocken. Ja. Die können sie nur machen, wenn sie was bei mir wirklich finden. Aber was ist dein, du hast deinen eigenen Packesen gehabt und der hat das Zeug für dich im Hinterhof verbaut? Überraschungsei. Okay. Überraschungsei. Und dann triffst du den draußen und dann kackt er die sind draußen, ja, dann lag mir auf Station an und Zeller halt, weißt du? Ja. Und das sind halt Leute, die haben halt gar nichts, die müssen halt auch irgendwie durchkommen. Ja. Guck mal, wenn du keine Arbeit im Knast hast, so, nur von Taschengeld leben musst, sind 32 Euro im Monat, die du hast. Wenn du Raucher bist oder auch Kaffeetrinker vielleicht bist, dann reicht es schon mal dafür gar nicht. Ja. So, und wenn du dann auch noch Drogen nehmen willst, dann musst du dir irgendwas einfallen lassen. Ja. Entweder prostituierst du dich, bist schwul, lässt du den Arsch ficken, oder fängst an, Zellenrennen zu machen, fängst an, von anderen Leuten praktisch als Dienstbote zu arbeiten. Oder du kriegst Drogen oder du bunkerst Drogen für andere, die Drogen klar. Wird auch bezahlt, der Job. Ja, sicher. Und ja, na, ich habe nur Glück gehabt, dass ich halt viele Leute kannte schon von draußen und dadurch ich draußen auch mal viel Geld hatte und Leuten bin ich schon eins andere Reise reingegangen. Ich habe halt diese eben die Reise. Ja, du kamst eigentlich schon nach Hause quasi. Also letztes Mal 2.6 nach Tegel gekommen bin, da kam der Bulle, glaube ich, innerhalb von der ersten Dreiviertelstunde fünfmal angelaufen, hat mir zwei fette Tüten mit irgendwelchen Sachen gebracht. Und der und der hat die geschickt, der und der hat die, weil sie gehört haben, Bergmann ist da, ist erstmal Grundausstattung. Ich hatte innerhalb von der ersten halben Stunde, glaube ich, 10 Bomben Kaffee, 3 Stangen Tabak, eine ganze Tüte mit Süßigkeiten. Willkommenspaket. Kernpaket. Ja, das war so ein bisschen wie bei Goodfellas, wo die ganze dann alle einfahren und so was. Ja, klar. Und meine Augen wie Torne schnitt den Knoblauch so in dünne Scheibe, dass er schmolz in der Pfanne. Also, ich habe wirklich, ich glaube, mit einem Kumpel zusammen, die hatten mal irgendwann zu Weihnachten, haben sie angeboten, haben so Riesengarnelen, weißt du? Da hat so eine Packung hat gekostet, mit 10 Euro oder so, weil das konnten die wenigsten Tag nicht leisten, weil. Oh, fest ein Paket davon immer geholt bis zu Weihnachten. Das ist mal immer. Wir haben uns 64 Pakete davon geholt. Aha. Wir haben, also von der Station, muss ich vorstellen, die ja jeder heftig hat so einen kleinen Kühlschrank machen. Also die großen Kühlschränke. Ja, pro Kühlschrank sind es immer 10 Fächer. Und die, ja, und dann pro Station sind 40 Leute, stehen da halt vier Kühlschränke mit 40 Fächern zusammen. Ja. Aber die meisten armen Schweine nutzen das ja nicht. Sondern haben wir von denen die Kühlschränke gemietet, um halt unsere Sachen unterzubringen. Ja. Weil. Da der Bargeld nicht haben darfst, wenn du was irgendwie Geschäft gemacht hast, hast du entweder so gemacht, dass du draußen abgewickelt wurde, dass du dir draußen gelaufen ist, oder dass dir jemand Einkauf bezahlt hat. Mhm. Dass der für dich eingekauft hat. Dass du gesagt hast, alles klar, okay, dann kaufst du mir halt für 50 Euro das und das ein, weißt du? Ja. So. Und ja, da haben wir manchmal im Monat, weiß ich, 800, 900 Euro Einkauf gehabt, weißt du? Also wir konnten uns leisten, wir haben uns einen Typen eingestellt,
der war Lequisinkoch aus dem Hotel Berlin. Da hat er gelernt gehabt, hat auch da ein paar Jahre gearbeitet als Lequisinkoch und kam halt im Knast, auch wegen Wirtschaftskriminalität und was. Und der hat auch kurz als Koch angefangen in der Küche, aber hat nur 2 Tage da gearbeitet, hat dann da gekündigt, wieder gesagt, kann er mit seiner Koch-Ehre nicht vereinbaren. So kann er nicht kochen, das geht nicht. Und dann haben wir ihn eingestellt. Er hat gesagt, alles klar, Kollege, du brauchst ja nichts machen, du kochst für uns jeden Tag unser Essen. Du kriegst da, was du brauchst, schreibst du auf den Zettel, dann kaufen wir für dich ein und du kümmerst dich nur um unser leibliches Wohl. Und der hat uns ein paar Essen gekocht. Wir haben dann manchmal gesessen, 4, 5 Gänge-Menüs. Die Bullen sind wirklich mit Geifern im Maul vorbeigekommen. Und wir haben mit Steaks und Krabben und Sorbetchen hier und das und jenes. Wirklich, der hat richtig gezaubert, hat ja auch. Danach haben wir immer eine schöne Cuba Libre gerauft, bis wir noch einen Kumpel kamen, hat einen 100er Box Zigarren mitgebracht gehabt. Ja. Oh, ja. Und 13-Euro-Zigarre erstmal schön geraucht, wisst ihr. Davor ist aber jeder für 30, 40 Euro schön Essen auf den Tisch gehabt. Ja, du kannst da schon leben drin. Und dann haben wir Monte Cristo getrunken. Ja, klar, wegen Whisky haben wir dann Bull Bescheid gesagt. Aber ich so viel gekostet, hat dann Bull Whisky gebracht. Schuhe Riegel oder so. Scheiße, was auch. Ja, ich hab heute ein Brot gegessen hier, Weißbrotstulle. Ich hab die Woche 3000 gemacht. Ah. Hab jede Woche 250 Gramm Hasch bekommen und hab die jede Woche verkauft. Ja. Auch vom Bullen halt bekommen. Ja. Na, hast du doch nicht von der Polizei. Also, das ist ein jetzt mal raus. Kannst du doch nicht machen. Das ist schon verurteilt, der Bulle sitzt schon. Das ist eine Banane. Der ist jetzt Transporter. Der ist geworden. Der hat 4, 5 Leute gehabt. Ja. Mit denen lief es jahrelang wunderbar. Ja. Oh. Und hat von jedem immer, wieder, was er so Schnitt bekommen hat, von mir hat er jeden Monat 1,5 bekommen. Mhm. Und von einer auch so einen Schnitt. Also, wenn er 4 Leute hatte, hat er jeden Monat schon mal 6.000 nur dafür gehabt, dass er funktioniert. Ja. Ja. So. Und dann gab es ja noch Bonuszahlungen ab und zu, weißt du? Nur für extra Leistung halt, die außerhalb des normalen Budgets halt waren. Ja. So, denk mal, der wird im Monat mit seinen 10.000 wird dann nach Hause gegangen sein. Ja. Plus seinen Verdienstvertrag, da bekommen wir halt nochmal 2, also 10.000, 12.000 wird er gehabt haben. Und dann hat er angefangen, ein Haus zu bauen, dann wurde er gierig. Hat er den 5., 6., 7. Ich hab schon gesagt, ey, rede gesagt, Alter, du hast einen Knall gehabt. Ja. Du bist verrückt. Ja. Ja, ich bin dann glücklicherweise ein halbes Jahr vorher entlassen worden, vorher knallen dann hochging, aber ich habe dann von draußen halt gehört, so die Echos davon. Und ja, haben sie richtig Maß genommen irgendwann. Klar, weil es war irgendwann, hat er einfach auch konkurrierende Banden geliefert, weißt du? Und dann haben sie gegenseitig den Neid los und den Ausstechen los und dann irgendwann haben sie ihn da nicht wissen müssen. Einfach nur aus Rache. Weil ja, klar. Die wollten